Was wäre, wenn sich der Erdkern abkühlt? Tief unter der Erdoberfläche befindet sich eine glühende Eisenkugel, die von kochend flüssigem Metall umgeben ist. Der Erdkern. Er ist so heiß wie die Oberfläche der Sonne und bietet genug Wärme, um mehr als 1 Billion Tassen Kaffee pro Stunde zu brühen. Das sind über 100 Kaffees für jeden Menschen. Was wäre, wenn sich dieser brodelnde Kern plötzlich abkühlt? Kann unser Planet mit einem gefrorenen Kern noch existieren? Oder wären wir dann ein weiterer lebloser Felsen, der die Sonne umkreist? Hier ist Was wäre, wenn sich der Erdkern abkühlt? Seit seiner Entstehung hat der innere Erdkern an Wärme verloren. Aber er ist immer noch glühend heiß, etwa 6000 Grad Celsius. Natürlich war noch nie jemand im Inneren der Erde. Die unerträgliche Hitze ist einer der Gründe, warum man nicht hinkommt. Kühlt der Erdkern ab, könnten wir nachsehen, was sich im Inneren der Erde befindet und hätten Gewissheit über unsere Vermutung. Viele Dinge ermöglichen das Leben auf der Erde. Unser Magnetfeld ist eines davon. Es schützt uns vor der Weltraumstrahlung, einschließlich hochgeladener Teilchen, die ständig von der Sonne ausgehen. Das Magnetfeld wirkt wie ein Schild und hält Sonnenwinde ab. Dadurch kann unsere Atmosphäre existieren, die ein wesentliches Element des Lebens auf der Erde ist. Und weißt du was? Dieses Magnetfeld entsteht durch den Erdkern. Wie der Planet drehen sich auch beide Teile des Kerns, der innere feste Kern und der äußere flüssige Kern, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und erzeugen so elektrische Ströme, unser Magnetfeld. Kühlt sich der Erdkern ab, erzeugt er keine Ströme mehr. Die Erde verliert ihr Magnetfeld. Stell dich auf ein düsteres Leben ein, denn kein Magnetfeld bedeutet keine Atmosphäre. Und keine Atmosphäre, naja, kurz gesagt, die Erde sehe aus wie der Mars. Da hilft auch keine Atemübung, denn du kannst ohne Druckanzug und Sauerstoffmaske nicht einmal atmen. Da der gefrorene Kern Gestein, Wassergas und anderes geologisches Material nicht mehr aufheizt, kühlt die Erde immer mehr ab. Ein Gutes hätte es aber. Vulkane spucken keine Lava mehr, Kontinente driften nicht mehr auseinander und Erdbeben gibt es auch nicht mehr. Aber niemand würde auf dieser Erde allzu lange überleben. Aber es wäre eine gute Simulation für das Leben auf dem Mars. Vielleicht haben wir noch genug Zeit, um unsere Sachen zu packen, in ein Raumschiff zu springen und diesen Planeten zu verlassen, bevor er völlig tot ist. Sollte aber jemand so neugierig sein und versuchen, ein Loch bis zum Kern zu bohren, halte ihn auf. Der Kern hat zwar seine ganze Wärme verloren, aber der Druck dort ist immer noch 3,5 Millionen Mal höher als an der Erdoberfläche. Jeder, der dort hinabsteigt, wird zusammengepresst und eins mit der Erde. Es ist wohl besser, wenn der Kern so heiß bleibt, wie er ist. Aber was, wenn wir einmal durch die Erde bohren? Nun, das ist ein anderes. Was wäre, wenn?